Es ist Tag 156 des Ukraine-Kriegs und Russland verstärkt wieder seine Angriffe. Besonders im Donbass, im Osten des Landes, toben die Kämpfe. Aber auch die Region Kiew ist wieder Ziel russischer Raketenangriffe geworden. Bei den Bombardements starben nach ukrainischen Angaben mindestens 5 Menschen und Dutzende wurden verletzt. Präsident Zelensky fordert weiter die Einstufung Russlands als Terrorunterstützer. Gleichzeitig versucht er, der Bevölkerung Mut zu geben. Der aktuelle Kriegsüberblick von Lore Schulze, Fellmede. Sie schauen kaum mehr auf, reagieren nicht mehr auf die Einschläge. Der Krieg gehört zu ihrem Alltag, das Leben in völliger Zerstörung auch. Die Menschen in Bachmut, einer Stadt in der Region Donetsk im Donbass, wohnen direkt an der Front, wagen sich nur selten auf die Straße. Zu groß die Gefahr durch Raketen und Granaten. Die Verzweiflung der Anwohner hier weicht bei manchen der Resignation. Sie wollen nur noch Frieden um jeden Preis. Sie hätten den gesamten Donbass von Anfang an abtreten sollen. So hätten sie viele Opfer vermeiden können. Gegen Russland kann man nicht kämpfen. Denn wenn dieses Land will, kann es ganz Europa erobern. Auch die örtliche Schule Bachmuts liegt in Trümmern. Nur Fotos zeugen hier noch von dem Leben vor dem Krieg. Doch nicht nur der Osten des Landes, auch die Region um die Hauptstadt Kiew ist nach Wochen wieder Ziel russischer Raketenangriffe geworden. Der ukrainische Präsident Zelensky verurteilte die Attacken scharf. Allein in der ersten Hälfte des Tages und nur in Kiew gab es 4 Luftalarme. Die russische Armee hat Raketenangriffe auf die Region Kiew, Kropyvnytsky gestartet, Mykolaiv getroffen und eine Reihe von strategisch sinnlosen und brutalen Angriffen auf den Donbass fortgesetzt. Ich danke allen, die sich gegen diesen Terror wehren. Auch Kharkiv im Nordosten des Landes steht unter Beschuss, wie diese Bilder einer Überwachungskamera zeigen sollen. Derweil leisten die ukrainischen Truppen weiter erbitterten Widerstand. Schuss für Schuss feuern sie ab, um den russischen Vormarsch doch noch irgendwie bremsen zu können. Und damit blicken wir nach Kiew, in die ukrainische Hauptstadt, zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Guten Morgen, Steffen. Ja, Präsident Zelensky betont, dass die Ukraine sich nicht unterkriegen lassen wird. Wie schätzt du die Lage am Tag 156 des Krieges ein? Zunächst einmal vielleicht zur Lage hier in der Hauptstadt und auch etwas weiter nördlich. 4-mal Luftalarm in Kiew alleine und auch im Regierungsbezirk Kiew sind Raketen eingeschlagen. Etwas weiter nördlich dort auch in Chernihiw beispielsweise 15 Verletzte durch Raketeneinschläge. Das sind eigentlich keine tatsächlichen militärischen Ziele. Man könnte sagen, militärisch sinnlos momentan auf die Hauptstadt Raketen abzufeuern oder auf Chernihiw Raketen abzufeuern. Dann allerdings natürlich in der Ostukraine weiterhin dort vehemente Angriffe von russischer Seite, aber im Süden von unabhängigen Seiten, auch beispielsweise vom britischen Geheimdienst. Da gibt es Meldungen, dass im Bereich Cherson tatsächlich die ukrainischen Truppen Fortschritte machen, eine Zangenbewegung von Norden und von Westen, um dort russische Truppen einzukesseln. Also da ist man in der Vorwärtsbewegung tatsächlich, aber wir sprechen da nicht von wenigen Tagen, einem Eroberungsfeldzug sozusagen, Rückeroberungsfeldzug, sondern das sind wirklich kleinste Schritte. Steffen, der Westen liefert ja seit Monaten nun schwere Waffen an die Ukraine. Wie sieht aber die Unterstützung auch mit ausländischen Kämpfern aus? Also tatsächlich besteht die Fremdenlegion hier inzwischen aus 20.000 Mann eingegliedert, regelrecht in die ukrainische Armee. Wir hatten die Möglichkeit, mit Soldaten, mit Söldnern zu sprechen, mit Deutschen, auch aus Schweden, aus England, aus den USA, aus Kanada. Das sind alles in der Regel professionelle Soldaten, die allerdings, und diesen Eindruck haben wir auch dann nicht unbedingt für das Geld kämpfen. Da, um ein Beispiel zu geben, ein Soldat, der im Kriegsgebiet ist, bekommt umgerechnet rund 1.200 Euro. Einer, der direkt an der Front ist, bekommt knapp 3.000 Euro. Das sind keine Summen, von denen man reich wird. Also die Menschen, die Soldaten, mit denen wir gesprochen haben, die kämpfen tatsächlich für die Ukraine, für die Freiheit, wie sie uns gesagt haben, für Europa letztendlich. Und die sind hochprofessionell auch dann aufgestellt in verschiedenen Einheiten, die dort kämpfen. Also das ist ein fester Bestandteil und, soweit wir das sehen können, auch sehr verlässlicher Bestandteil der ukrainischen Truppen. Lass uns noch mal ans Schwarze Meer schauen, denn mehrere Frachter liegen dort. Sie sind bereits beladen und in Kürze soll also Getreide aus der Ukraine wieder ausgeführt werden. Aber läuft denn tatsächlich alles nach Plan?
Also zumindest laut Angaben hier in Kiew ist die Antwort ja. Heute könnten bereits die ersten Frachter auslaufen, aber dann ist natürlich tatsächlich die Frage, wird es ein sicheres Geleit geben? Wird es möglicherweise Angriffe geben? Wird das kontinuierlich über die nächsten Tage, Wochen und Monate funktionieren oder werden weitere Raketen im Hafen einschlagen? Denn dann ist die Sicherheit nicht gewährleistet der Menschen, die dort arbeiten. Also man ist hier zumindest in Kiew, in der Hauptstadt, vorsichtig optimistisch, dass das jetzt anläuft und nicht nur anläuft, sondern dass man das wirklich kontinuierlich fortsetzen kann. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.